Jetzt haben wir sogar den Norden entquestet hier. Haben wir das. Warum auch immer das so ewig gut angezeigt wird. Das ist das Einzige. Dann hier noch so ein bisschen Süden. Vor allem bin ich Stufe 10. Welche Level waren denn die hier unten? Irgendwas mit... Waren die 12 oder 20? Die waren auf alle Fälle nicht so einfach. Ah, klar. Bewachter Schatz. Dann hier noch dieses Vieh. Und dann wollte ich auch noch das hier hinten angucken. Moment. Könnt doch... Schnellreise bestimmt hier an den nächstgelegenen Ort machen. Ja, Leuchtturm wäre es zum Beispiel. Mit ein bisschen Glück gibt es denn hier jetzt irgendwo so ein... Du bist ganz weit. Hier draußen gibt es Drachen. Als ob. Aber anscheinend auch irgendwie nicht. Scheiße. Schwimmer. Apropos Schwimmer, wie viel? 71, meine Fresse. Okay, jetzt brauche ich sogar 1500 Erfahrungspunkte, um mal abzuleveln. Das ist ja ein bisschen blöd. Die ganze Zeit sind es nur 1000, jetzt 1500. Also das Leveln wird jetzt auch nicht zwingend einfacher. Haben wir denn hier wenigstens irgendwas Schönes drin, was man mal mitnehmen könnte? Ey, cool. Sonst noch was? Nee. Sonst ist hier noch eine ganze Menge Wasser und nichts unterhalb. Das war zum Glück das Einzige. Hätten wir uns auch ersparen können, uns jetzt hier nass zu machen. Vor allen Dingen tropfen wir und tropfen wir und tropfen wir. Ja, das ist schon cool. Das erste Mal, als ich so einen Effekt so richtig gesehen habe, als so auch damit für ein Spiel geworben wurde vor allen Dingen. Glaubt's kaum, aber... Mit so einem Effekt wird auch manchmal so ein Spiel geworben. Das war bei Tomb Raider. Ach Gott. Die dunkle Variante von Tomb Raider. Da wurde man auch irgendwann nass und hat getrieft und hast du nicht gesehen. Das war auch ziemlich cool. Das war eins der ersten überall rumklettern Spiele. Ich weiß gar nicht, ob das vor Prince of Persia oder danach kam. Angel of Darkness hieß das, glaube ich. Das war cool. Das war echt cool. Das gab's gratis. Ne, warte mal, war das das? Ja, das gab's gratis zu einer Grafikkarte mit dazu. Ah, das ist schön. Hab ich da gefeiert, als ich das damit gefunden habe. Echt schön. Nichts geht über Gratis-Spiele. So. Na wobei, Grafikkarte ist so schön. Teuer genug. Muss man sich mal hier vorstellen. Aber naja. Das war vor ewig Zeit. Das war zu einer Zeit. Vor unserer Zeit. Als die Welt noch in Ordnung war. Die Holzfällerhütte. Ich muss den Ort finden, wo sie gestorben sind. Oh. Fuck. Na gut. Gucken wir mal noch was anderes nach hier. Das ist nicht eine Schatzsucher-Quest. Greifenschulen, nee, irgendwas mit Katzen, hast du nicht gesehen. So, wo haben wir denn mal hier was zum Durchlesen? Da. Notizen des Magiers. Kian hat auf dem fliegenden Hirsch als eine Art Wache angeheuert. Ein Sack prall gefüllt mit Novigrader Kronen hat den Kapitän überzeugt, mich in seine Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich finde ich diese Expedition sogar amüsant. Ich bin froh, dass ich die Entführung nicht von irgendeinem hirnlosen Muskelprotz erledigen lasse. Ich selbst kriege sie eleganter hin. Er ist vorsichtig. Mit einem beiläufig platzierten vergifteten Apfel wird ihm nicht beizukommen sein. Ich werde ihn wohl mit einem Zauber von den Füßen holen und per Teleport fortschaffen müssen. Hoffentlich landen wir nicht irgendwo mitten auf der Tempelinsel, sondern in meinem unterirdischen Quartier. Die Kraft, die aus meinem Labor pulsiert... Aus seinem Labor? What the fuck? ...stößt einen guten Teil meiner Versuche ab. Nach Hause zu teleportieren. Na toll.
sehr hohes Resistenzniveau gegen psionische Fehlzauber. Zeit, die zur vollständigen Durchdringung seines Nervensystems erforderlich ist, mindestens eine halbe Stunde. Noch ein paar Augenblicke und der Hexer ist transportbereit. Jetzt muss ich nur noch unsere Spuren verwischen. Wie wär's mit einem kleinen Wetterumschwung? Während ich auf günstigere Witterung warte, durchsuche ich seine Sachen. Es waren einige sehr interessante Dokumente, darunter eine Karte von Estaia, und Handwerksschemas elfischer Herkunft. Randnotiz, hochinteressante Zeichnung einer einhändigen Armbrust. Wow. Vermutlich für die Jagd auf Drakonide oder Ornithosaurier. Muss während des Verhörs danach fragen. Ich finde, meine Theorie bestätigt, dass die Hexer der Katzenschule Elfenwaffen einsetzen. Und man höre und staune, Notizen von Professor Sigismund Gloger. Es ist offensichtlich, dass der Hexer etwas mit dem Verschwinden des berühmten Professors zu tun hat. Könnte sein, dass ich es mit diesen Cumulonimbi etwas übertrieben habe. Keine Zeit zu verlieren, ich muss uns evakuieren. Cumulonimbi, das sind wahrscheinlich ja Wolken. So eine Art Cumuluswolke. Nur Cumulonimbi. Egal, irgendwas halt. Ja. Schatzsuche V und J. Und wo ist jetzt 17? Na toll. Besser wird's nicht. Weiße Dame. Und wo ist jetzt das Ding mit dem Haus? Betrunkener Augenfront. Herr des Waldes. Könnte es was sein? Egal. Was ist das jetzt eigentlich für eine Quest, die hier in der Nähe ist? Holzfällerhütte. Das könnte alles möglich sein. Aber keine Nebenquest. Somit ist das ist schon mal sicher. Die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt, das ist es nicht. Herr des Waldes. Rätsel von Mord, vermisste Bruder. Weiße Dame ist es auch nicht. Dann ist es. Nee. Hier. Finde den Schauplatz des Angriffs und so weiter. Yep, das ist es. Oh Gott, Stufe 26, ey. Niemals. Das können wir eigentlich auch lassen hier. Ich mag es eigentlich lieber, die Quests mit ein bisschen Zusammenhang zu lösen. Und nicht die ganze Zeit rumzurennen. Zumal die Quest auch jetzt schwieriger ist als gedacht. Das macht das Ganze etwas schwieriger. Ist ja logisch, wenn es schwieriger ist als gedacht. Mann. Okay, vielleicht kann man hier endlich mal in das Lager gehen. Das ist das, was ich mir hier eigentlich jetzt noch antun will. Also, Plätze angetreten. Bisschen schneller, wenn es geht. Nee. Ich dachte, das zieht jetzt mal an hier. Aber nicht ist. Ach du meine Fresse. Oh, Kacke. Wow. Moment. Igni. Ach komm schon. Ich komme nicht dazu, Igni zu benutzen. So, nächster. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Aber ich glaube wirklich, die Variante zu nehmen ist besser. Eine sehr viel sichere Art und Weise. So. Ja, wir sind zwar jetzt aus dem Kampfmodus raus. Bringt uns aber allgemein nicht. Na super. Vier. Was mache ich denn jetzt auf einmal so wenig Schaden an dem? Da haben wir sogar noch mehr. Was ist denn da hinten noch? Ein Warg. Ja, also. Eins. Spinne ich oder muss ich Silber gegen die Viecher benutzen? Moment. Nee, ich habe wahrscheinlich aus Versehen das falsche Schwert gerade benutzt. Ich habe jetzt Silber auf das Ding eingehauen. Ich sollte vielleicht doch das automatische Schwertziehen wieder zurück reinführen hier. Nee. Ist immer so verwöhnt, dass wir immer automatisch das richtige Schwert ziehen. Aber jetzt haben wir nochmal so richtig ein
Stein zwischen die Beine. Zwei Steine. Ein Stock zwischen die Beine bekommen. Ja. Aber es macht mehr Laune, die Dinger so zu machen. Irgendwie. Das passt. Oder bilde ich mir das nur ein? Der Mann von Hacker. Sehen so komisch aus. Was gibt's, Mörder? Alter, ein bisschen netter, ja. Was bist du denn? Moment. Und hier war doch irgendwo noch so ein Fahrzeichen. Ich weiß nicht wo. Also wo war das? Oder ist es erst hinter der zweiten Brücke? Hinter der zweiten Brücke natürlich, ja klar. Na dann rennen wir mal noch ein bisschen. Das Einzige, was ich an dieser Schwertscheide nicht so ganz mag, ist die Tatsache, dass es sehr schnell rosten könnte, wenn ich jetzt da lang schwimme. Auch bei einer normalen, aber trotzdem. Das fällt natürlich nicht auf, dass hier so schwimmende Fässer einfach mal rumschwimmen. Ach nee. So, und wir haben es. Na komm schon, schwimm mal ein bisschen schneller hier. Alter, was ist denn hier los? Wer will überhaupt gar nicht gerade. Ach, ich bin überlastet. Okay. Ich wundere mich, wieso der nicht vom Fleck kommt. 3. Na toll. Na toll. Plätze angetreten. Ich muss jetzt wirklich zu diesem blöden Lager. Vor allem zum ersten Mal in dieser Mega-Großstadt. Ah, Ochsenfurt war doch schon. Ist das der Grund, weshalb die das Kamera so nah an dem dran war, nur weil der überlastet war? Das ist ja auch ein bisschen Beschiss. Oh. Sind wir denn hier? Ein bisschen netter, ja? Ich mache immerhin die ganze Zeit die Viecher tot. Das kannst du hier nicht tun. Ah, toll. Ich wusste noch nicht mal, was ich hier gerade gemacht habe. Aber es ging wahrscheinlich um den Sprint. Ah. Interessant, nur wie gerade. Rosmin, Thymian, Dingenskirchen. Gehen wir mal. Springen kann er, ne? Aber überlastet ist er. Sieht nach Regen aus. Sieht nach Regen aus. Mensch, du. Hey, Süßer. Wir haben hier Captain Obvious. Landstreicher. Das ist wahrscheinlich dann Lager. Du kannst Waffenrüstungen und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst wie verschwinden können. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt auf dein Lager zugreifen. Gegenstände, die du an einem Ort in dein Lager legst, sind auch an anderen Orten verfügbar. Orte, an denen du auf dein Lager zugreifen kannst, sind permanent auf der Karte eingetragen. Halte Ausschau nach dem Symbol. Sehr schön. Zum ersten Mal so ein Ding gefunden. Hab ihm jetzt die Freude. Und mein kleiner Finger ist schon wieder am Einschlafen. Mein Gott. So. Also es gibt hier anscheinend Gegenstände. Ja, nur die wirklich was wiegen, kann man hier reintun. Der ganze andere Rest ist, muss es sein anscheinend. So, was machen wir denn mal hier? Wir hauen mal den 16-mal Fistech rein. What? Okay. Warum auch immer, aber 16-mal Fistech ist wirklich nur 0,33 anscheinend. Okay, 9-mal 1a. Okay, das ist dann wirklich die Insgesamtanzahl an Gewicht, die das Ding dann mit sich nimmt. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, fuck, das ist schon mal 6 so schwer. Also, das Ding kommt dahin. Ich kann es doch nicht mal sortieren. Was ist denn das für ein Kack? Wenn ich sortieren könnte, wäre das ein super Inventar, aber es geht nicht. Wähle ein Langschwert. Das Freehead-Schwert kommt auch mal mit rein. Jetzt kann ich mich endlich wieder bewegen und der Rest wird einfach mal verkauft hier. Oh, der Bezwinger, der sieht deswegen auch schön aus. Das Blutschwert kommt wegen dem Namen rein und der Bezwinger wegen der Optik. So. Der Rest wird verkauft. So wie jedes Mal. Moment. Eine Satteltasche kommt hier rein. Noch eine Satteltasche und eine Sattel.
Und das Ding kann ich endlich mal anlegen. Weiß gar nicht, ob ich mir die Pfeile antun soll, aber so viel wiegen die ja eigentlich nicht. Moment. 6x1,5. Also selbst das Reparaturset ist deswegen doch verhältnismäßig leicht. Oh, und die Kriegerlederausrüstung hier, die kann auch mit hier rein. Mann, schade, dass das vorsortiert wird. So kann man sich doch nicht zurechtfinden. Naja. So, um alles in der Welt ist die Kamera so angespackt an den Typen. Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt. Aber wenn ich hier drin bin, dann bin ich mit der Kamera direkt hinter denen. Es wäre schön, wenn das ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen weiter nach rechts gehen könnte. Nur ein ganz kleines, klein wenig. Ja. Wieso gibt es hier eigentlich ein Lager und haufenweise Landstreicher? Und wir... Tor der Hierarchen. Okay. Naja, wir wollen hier ja nichts klauen. Wir sind jetzt eigentlich mal ganz nette Leute. Karten. Die liegen hier einfach rum. Och, Mann. Na, wobei, wenn hier niemand ist. Ja, ne? Okay, Geld haben, aber Karten spielen. Nehmen wir. Nächstes. Blöderweise haben die echt kein Pferdehaut auch noch. Super. Nehmen wir mal alles mit hier. Wie war das mit dem nichts klauen? Ach, schlimm. Vielleicht findet man ja irgendwas Lustiges. Das wäre es ja noch. Die ganze Zeit guckt man sich hier nicht um und vielleicht hat man hier das, den besten Gegenstand aller Zeiten nicht gefunden. Das wäre dann immer ein bisschen... Wieso... Ja, sieh mal einer an. Bin ich denn hier? Das ist ja cool. Oh fuck. Gibt es ja auch einen anderen Weg nach unten oder ist das nur ein Balkon? Das ist nur ein Balkon, der nur von einem Ort betreten werden kann. Und dieser eine Ort ist versteckt. Versteckt hinter einem blöden Sitzdingens. Wer hätte das gedacht? Ja, klar. Und jetzt haben wir hier sogar noch eine Rune gefunden. Damit hätte jetzt niemand gerechnet, ne? Dass die Typen doch ein bisschen Wert bei sich haben. Aber wieso wird ausgerechnet hier auf meine Sachen so toll aufgepasst? Bei all den ganzen Landstreichern. Die Wahrscheinlichkeit ist doch gerade hoch, dass hier alles weggeht. Oder gerade deswegen geht hier nichts weg. Eine Uhr. Ich brauche eine Pause. Ein Bild. Was ist denn hier? Vespulas Wäscherei. Wir waschen alles zu unschlagbaren Preisen. Wer uns heute seine Hose bringt, erhält sie schon morgen wieder sauber. Yay. Aber meine Osse, geht es gut. Das ist so eine Megastadt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Anglerfisch. So vorgeschobener Unterkiefer und so weiter. Ja, dann, was haben wir denn mal noch? Ja. Wow, was ist los? Hä? Was ist los? Ich bin doch hier nur gesprintet. Hoffentlich macht mich die Nässe nicht krank. Da renne ich hier einmal irgendwo hin. Und auf einmal drehen die Leute am Rad. Gibt's da nicht. Ein Kräuterhändler. Na also. So groß so wie seine Mist, Kräuter. Dein Haar mag grau sein, aber dein Gesicht und dein gerader Rücken könnten von deiner Jugend. Hallo. Was verkaufst du denn? Kräuter, junger Mann. Ich habe alles, was in dieser Gegend wächst. Du würdest staunen, was für nützliche Pflanzen es hier am Straßenrand gibt. Nicht allzu sehr. Wolfsband zum Beispiel. Blüht hübsch, lindert Schmerzen. Aber mit einer einzigen Handvoll kann man eine ganze Familie vergiften. Eine sehr nützliche Pflanze.
Ja, nützlich ist gut. Was würdest du sonst noch empfehlen? Sieh dich um, junger Mann. Du scheinst dich auszukennen. Da zeige ich dir auch meine Spezialvorräte, die ich unterm Tresen habe. So, na wundervoll. Man kann sogar eine Runde gewinnen mit dem Spiel. Vielleicht hast du die Kräuter, die ich brauche. Ja, eine Spezialladung unterm Tresen. Ein Klettenbündel. Nehmen wir doch auch gleich mal mit hier. Man weiß ja nie, wann man diese Dinger braucht. So, was haben wir hier? Schwefel, Herzogswasser. Davon brauche ich, glaube ich, eins oder so. Zum Glück kann ich hier endlich mal zwischen Alchemie und so einem ganzen Shit wechseln hier. Also, wo ist das wichtige Zeug? Drakonoiden. Einmal anheften. Und er hat sogar was dabei. Fetzt. Und viere davon brauche ich nur. Sehr schön. Wir müssen mal fix herstellen gehen. Wo ist es denn? So, dann auch das Vampiröl. Einmal noch dieses Herzogswasser. Wer hätte das gedacht, dass das so einfach und schnell mal funktioniert? Einfach mal zu einem Händler gehen. Aber nur in der Großstadt hat er die ganzen Dinge. Weil ich auch mal im Land überlegenes Gift der Erhängten. Wow. Gegen was geht denn das? Zur Anwendung auf dem Schwert, um zu der Effekt der Angriffskraft gegen Humanoide und Bestien. Okay. Das ist also etwas gegen ganz normale Leute. Verbessertes Gift der Erhängten. Noch mehr Erhängte. Verfluchtenöl. Ja, toll. Zutaten fehlen. Ja. Brauche erstmal das Ding davor, damit überhaupt was funktioniert. Und das Ding. Vielleicht hat er ein Golemherz bei. Ja, Wahrscheinlichkeit wäre zu cool gewesen. Ekima, Absurd und so weiter. Hier fehlen mir eher die Mutagene, anstatt dass hier irgendwelche Zusatzreagenzien noch fehlen. Ja, bis auf das Ding hier. Das Mutagen lässt sich aber, glaube ich, nicht kaufen. Also, was wollen wir denn? Verbessertes Nekrophagenöl. Verbesserte tanzende Stern. Was ist Teufelsbowisten? Tranksturm, Dingens und hast du nicht gesehen. Verbessert. Vor allem sind die günstig. Schwarzes Blut, klingt gut. Dann haben wir noch verbesserte Absurd-Treffer des Weisen. Verbesserter Donner, verbesserter Waldkauz. Verbesserter Waldkauz, der ist gut. Der generiert Ausdauer ganz gut. Deshalb nehmen wir das doch. Naja, ich würde aber auch trotzdem mal... Blöderweise speichert es das hier nicht. Oder manchmal zumindest nicht. Oder jetzt zumindest wieder. Egal. Der kriegt jetzt das Zeug. Bandalus Buttermesser. Und Wolfsfell kriegt da 2. Das Ding kriegt er auch. Vor allen Dingen nimmt er keine Schwerter und sonst was, aber eine Strickleiter nimmt er. Die Logik soll mir bitte einer erklären. Was hätten wir denn mal hier? Absurd, Nekrophagenöl. Gibt es irgendwo noch ein verbessertes Geisteröl oder so? Maribor, verbesserter Vollmond, Mondstaub, Samum, Kartätsche. Also ich werde jetzt erstmal nur die ganzen günstigen Sachen mitnehmen. Okay, jetzt habe ich schon wieder nichts mehr. Aber vielleicht kann ich ja schon ein bisschen was herstellen. Oh ja, kann ich. Ach scheiße, jetzt habe ich wieder die Hälfte von dem Zeug weggehauen. Zum Kotzen. Aber ich habe eine bessere Schwalbe, das ist gut. Regeneriert wieder die 2 Sekunden lang aus. Was? Wenn Schaden erleben, wird es jetzt regeneriert. Ach so, okay. Dann werden wir einfach mal keinen Schaden leiden. Klingt nach einem Plan. Also, was haben wir jetzt mal? Schneesturm brauchte dieses blöde Dings da. Das braucht erstmal Raffer des Weisen. Donner haben wir. Es fehlt nur ein Alkohest. Dann werden wir mal ein Alkohest herstellen. So. Was ist das für ein Teil? Wir haben das Zeug sogar da. Petris Filter.
Erhöht Zeichenintensität, verlängert Wirkdauer. Okay. Es fehlt auch wieder ein Alkoholhest. Was ist Waldkauz? Okay, also zweimal Alkoholhest noch herstellen. Einmal. Noch einmal. Bin ich? Oder habe ich was übersehen? Och, klar. Neckarherzen brauche ich noch. Was nach? Vier von Arenaria. Nee, was ist das? Grabspinnengift. Einmal Grabspinnengift und vier von Arenaria. Blöd. Viere kriegt man nicht hin. Und Neckarherzen hat der? Nee, Weinstein ist das. Ich glaube, der benutzt keine toten Gegner als Reagenzien, sondern wirklich nur Kräuter. Aber vier von Arenaria kriegen wir noch irgendwie zusammen. Ja, da werden wir doch mal ein bisschen Geister sind. Vor allem eine, okay. So, und zwar vier davon, bitte. Jetzt kriege ich das doch aber zusammen. Blausmutter gehen, nein, nein. Ja. Absolut Raffatz des Weisen. Okay, das war ja schon vorher klar. Aber Grabspinnengift. Herstellen muss ich es nicht. Das ist schon mal gut. Bestienöl. Nee. Okay. Da bin ich doch jetzt mal richtig gut gelaunt hier. Wir haben wunderbare Sachen gekriegt. Und die Schwalbe können wir jetzt sogar viermal hintereinander benutzen, anstatt nur dreimal. Aber wir spielen jetzt mal ein bisschen Gwent. Willst du nicht ein kleines Päuschen machen und Karten mit mir spielen? Na. Keine Reaktion. Überhaupt gar nichts. Tote Hose. So super. Ein Gegner hat den Fraktionsvorteil Squirtle. Ja, toll. Also, Nebel kann schon mal weg und irgendeine schwache Karte. Gott, ey. Also mit den Karten habe ich das Gefühl, ich gewinne hier nicht. Na, vielleicht. Mein Gegner ist zum Glück am Zug. Vriheld, was bedeutet? Was ist das überhaupt für eine Fähigkeit? Zieh zu Beginn der Schlacht eine Extrakarte. Achso. Moment. Der Schlacht oder der Runde? Ja stimmt, man kann ja die Dinger nur einmal benutzen. Also, beginnt der Schlacht. Kann im Nahkampf oder im Fernkampf gelegt werden. Ist klar. Wie machen wir das jetzt? Ja, ich werde jetzt erstmal den Nahkämpfer für den Gegner legen. Krieg schöne zwei Karten, die ich in der zweiten Runde benutzen werde. Der wird mit der... Wieso jedes Mal, ey, wieso? Schweine. Wir werden jetzt mit Fernkämpfern auf den losgehen und hoffen, dass der nun Nahkämpfer rauslegt. Oh, strömender Regen, das... Na gut, das wird in der zweiten Runde gespielt. Na komm schon... Jetzt auch nicht gerade einfacher. Und der jetzt mit Nebel kommt, ey. Ich raste aus. Na komm, bitte hab welche auf der Hand. Bitte. Natürlich im Deck, Schweine. Ich hasse solche. Die Fähigkeit ist so gemein. Wenn ich das hier nehme. Nee, das werde ich auf alle Fälle fürs Gewinnen noch mit nutzen. Den werde ich jetzt nicht setzen. Was werde ich denn da jetzt noch machen? Eis ist Kälte machen. Und in der nächsten Runde werde ich eindeutig. Ja, eigentlich wollte ich passen, ne? Das macht es jetzt auch nicht gerade einfacher. Doppelt so viele. Sollte ja eigentlich lang.
Ja, okay, machen wir das. Blöde Idee. Leider ist keine Sonderkarte damit benutzbar. Ja, jetzt passt der. Was ein Sack. Na gut, wenigstens haben wir eine Runde gewonnen, kriegen nochmal eine Bonuskarte. Mit etwas Glück ist es sogar eine, die was nützt. Fast. Wollte eigentlich jetzt, wenn er Fernkämpfer nutzt, irgendwas anderes mit raus. Werden wir erstmal den nehmen. Na, was nimmt er? Fern- oder natürlich Nahkämpfer. Ich hätte wahrscheinlich einen Fernkämpfer nehmen müssen, dann hätte der auch einen auf Fernkämpfer gemacht, weil der dann bestimmt denkt, hier, ich werde meine eigenen Leute nicht benachteiligen. Ja, falsch gedacht. So schnell kann es gehen. Naja. Mache ich das jetzt, dass ich zwei Karten einfach noch mit hernehme? Ja, ich nehme jetzt den. Mal gucken, ob es jetzt sogar funktioniert. Nein, da doch. Eine 6er-Karte und eine 1er-Karte. Super Kombination. Damit sind wir wenigstens ein bisschen stärker als der hier. Aber, naja, wir haben jetzt nur einen Vorteil von einem. Zwei Punkte. Ja, 7. So ein bisschen halt, ne? Plus natürlich noch das, aber gut. Wie werde ich denn das jetzt machen? Na gut, werden wir erstmal das setzen. Natürlich. Natürlich. Ich hasse sowas, ey. Ich hasse sowas. Sind ja Fankämpfer. habe ich ja ganz vergessen. Naja, wir hoffen einfach mal, dass der mehr Fernkämpfer hinsetzt. Ja. Und ganz zum Schluss werden wir den Nebel aktivieren und dann wird der sowas von in den Staub geschickt. In den Staub. Natürlich. Bitte noch ein Fernkämpfer. Bitte ein Fernkämpfer. Bitte. Ja. Ah, geil. Nehmen wir den. Seine letzten drei Karten. Jetzt wird's aber... Oh Gott. Aber zum Glück hat das Ding keine Bonusfähigkeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, klirrende Kälte, ey. Wirklich jetzt? Wirklich? Musste das sein? Na gut. Mein Gegner passt. Okay. Hat natürlich noch eine einzige Karte aufgehoben. Und ich werde jetzt hoffen, dass das jetzt klappt. Oh Gott, bitte, bitte, bitte. Nein. Und das ist der Grund, warum man sowas im Vorfeld berechnet. Und natürlich endet die unentschieden. Ja, geil. Neues Spiel, neues Glück. Nochmal. Fuck, ey. Ich hätte mir noch eine Karte aufheben sollen. Ah, scheiße. Niemals zuletzt so eine Verringerungskarte hinsetzen. Wenn man genau weiß, wie es ausgeht. Na dann, Moment. Wann macht man das jetzt? Sind ja fast dieselben Karten wie vorher. Das hier kann aber weg. Ah, genau so muss es sein.